Los geht's. Mal schauen, wenn ich es schaffe, diesen Hausklubastin hochzuladen auf YouTube. Normalerweise lade ich den immer gleich montags hoch als am Tag danach. Das könnte heute ein bisschen, das wird heute nichts mehr. Nee. Wahrscheinlich gibt es den dann am Samstag. Freitag werde ich dann wieder. Ich muss heute, ich habe nächste Woche. Muss nächste Woche wieder Berufsschule. Das war kein deutscher Satz. Ich muss nächste Woche wieder zur Berufsschule. Und dann werde ich das nicht. Da kann ich nicht noch den Upload und den Schnitt heute fertig kriegen. Da mache ich das über die Woche. Irgendwie, irgendwann. Und dann das am Samstag hoch oder. Ja, mal schauen. Am Freitag werde ich dann am meisten Zeit haben, weil dann Wochenende ist. Du, jetzt spielen wir erstmal und dann schauen wir, was draus wird. Ich frage mich, können wir das Haus von außen dekorieren? Streichen? Also bis aufs Dach hoch können wir wahrscheinlich nicht. Es sei denn, wir bauen uns ein Gerüst. Hier gibt es ja zu bauen. Frage ich mich, ob da jemand Ausbau und so weiter noch mit eingeschlossen ist. Mit Dachbau und so mit. Ich habe noch nie ein Gerüst hier gefertigt im Spiel. Können wir gleich mal probieren. Direkt mal. Habe noch hier sowas hier. 1000. Uff. Brauchen wir gar nicht so ein großes. Das können wir hier hinstellen. Ist ja cool. Kommen wir hier wirklich rauf. Nein, nicht wirklich. Cool wäre es auch noch, wenn wir irgendwie noch aufs Dach könnten. Vielleicht jetzt nicht das ganze Geld verschenken. Hier ist schon wieder das Gras nachgewachsen. Doch der pure Horror. Ah, falsch rum eingestellt. Ah ja, können wir. Können wir das Dach besteigen? Ist ja fantastisch. Muss Dach neu decken. Hier auch Marlon. Ein weiteres.
Interessant. Dann lassen wir das mal da, das können wir vielleicht später noch brauchen. Die Außenwände würde ich auf jeden Fall mal umgestalten. Was haben wir da? Farben. Das keine wilden Sachen machen. So ein hübsches Weiß. Und den Grün tun. So eine Nachbarwohnung, das Nachbarhäuser orientiert. Also ein bisschen ein Holzwand. Das wäre doch was. So gut, das ist ein Steinhaus, ein Steinhaus. Ein Stein als Tablete. Keramik fließen. So, rote Backsteinmauern wieder drüben. Ich mal gucken, wie das aussieht. So ungefähr. Einfach mal experimentell. Ja, hätte was. Ich habe da eher ein bisschen Holz, wirklich. Finde ich interessanter. Müssen wir, glaube ich, erstmal loswerden, damit wir was überkleben können. Da finde ich doch eher, müssen wir ein bisschen ausprobieren. Ein Holzlook. Paneele werden das hier. Das hat jetzt auch Steinlook, aber wäre schon was Helleres. Na, ich weiß nicht. Wenn ich streichen muss, einfach in der Farbe. Nachbarn haben irgendwie sowas gestreiftes, was irgendwie auch gut aussehen würde. Werkzeuge. Aber nicht Dinge, die wir benutzen können. Finden wir hier was Geeignetes? Hier sowas in der Art.
Das sieht ja auch nicht richtig aus. Wenn es sowas gäbe, so ein Mix aus so unten Stein und oben. So ein bisschen sowas in der Art, aber nicht mit Tapete, sondern unten Stein und oben Holz. Die haben diese Außenpaneele. Weiß ich aber auch noch nicht, ob ich da ein Fan von bin. Und würde zu dem anderen passen. Würde auch nicht so hart von dem bisherigen abweichen. Interessante Frage wäre nur, aber auch hier oben. Aha. Wir können. Jetzt uns oben sieht das echt nicht schlecht aus. Dann machen wir das so. Wir werden viel davon brauchen. Sieht aus wie ein richtiges amerikanisches Vorstadthaus. Auch wenn wir jetzt die Innenrichtung so mit Steckdosen und so eher europäisch ausgerichtet haben. Ist vielleicht trotzdem nicht verkehrt. Ja, die Nachbarin gegenüber hat auch so ein irgendwie so steinisches. Ich wäre spannend, ob ich da hinkomme. Ich verstehe noch nicht, wie wir hier hochkommen. Und ich komme mal hoch. Bräuchten wir dann noch ein Gerüst? Können wir das Gerüst mal mitnehmen? Das brauchen wir an anderer Stelle. Wir haben was von außen zumindest mal hübsch gemacht. Das da auch dann erstmal stehen, falls wir es nochmal brauchen. Ich muss den Rasen wieder flambieren. Und dann lasse ich ihn einfach erstmal so.
zu, dann haben wir oben das Dach gedeckt. Das Dach nicht gedeckt, aber falls man auf die Idee kommt, an der Dachziegel zu finden, dann lass mal die das Gerüst erstmal stehen. So, die Vorderwand ist die wichtigste. Hinten können wir dann auch noch später machen. Der erste Eindruck ist immer der tollste, der wichtigste. Dass man hier von vorne und von der Straße ankommt. Dass es nicht zu scheiße aussieht. Ich würde das eher weiß streichen, den Eingang. Ganz kleines. So, müssen wir gleich Neues kaufen. Und zwar jetzt. Hier vielleicht, ja, genau, weil zuletzt gekauft. Wieder einiges an Geld verloren. Müssen wir wieder Aufträge annehmen. Oh je, da war viel verloren. Ich wollte doch für die Burg sparen. Ich wollte hier erstmal das Haus einrichten. Für die Burg sparen ist dann später vielleicht irgendwann. In einem anderen Spielstand wahrscheinlich. Oder falls wir das irgendwann nochmal spielen. Und das wird in diesem Durchlauf nichts. Der große Traum von der Burg. Wenn ich werde Hausflipper, muss ich mal gucken. Wir müssen mal schauen, dass wir da mit bis zum 10. Februar irgendwie durch sind. Oder es zumindest erstmal pausieren. Ich werde Hogwarts Legacy spielen wollen. Das braucht A, Festplattenspeicher. Und B, werde ich dann sonntags auch eher Hogwarts Legacy spielen als Hausflipper. Mal sehen, muss mal gucken, vielleicht ob nicht, aber ich denke, es ist gut, dann zumindest das Projekt abgeschlossen zu haben. Und
Okay, ich verkaufe erstmal das bewusst. Worin haben wir so viel Geld ausgegeben? Wir waren doch schon bei erinnert. Die kosten 58 Euro. Wir waren doch schon bei einer Million. Was macht man nicht dafür, dass das Haus hübsch aussieht? Es braucht halt ohne eine Menge Platten. Um das ganze Haus zu verkleinern. Oh Kacke. Das haben wir drinnen verlegt. Müssen wir gleich nochmal rein und drinnen weiter malern. Wir haben ja auch am Anfang einiges ausprobiert. Mehrere Fliesenvariationen, die dann überklebt. Das war. Ja. Das hat wahrscheinlich einiges an Geld gekostet. Und hübsche Wände von außen müssen schon sein. Top außen Flop wäre auch ein bisschen scheiße. Fenster vertreten hier auch viel zu schnell. So, die Wand hier noch zu ändern. Vielleicht einmal rum ums Haus. So sieht's aus. Hat das nicht mehr diese Putzflecken hier. Das sieht wirklich ein bisschen blöd aus. Haben wir hier keine mehr? Hier ist noch ein Paket. Okay, ein, zwei Stück brauchen wir noch. Falls wir die nicht mehr liegen haben. Ein Paket. So, da haben wir doch alles. Fantastisch.
So, hier brauchen wir nochmal das Blau, mit dem wir hier gestrichen haben. Das wird jetzt knifflig. Mit welchem Blau haben wir denn da gestrichen? Das sieht so aus. Nein, das passt aber leider nicht. Schattierung. Wieso hat diese Wand eine andere Farbe? Dann streichen wir jetzt alles in dieser Farbe. Der Unterschied ist marginal. Man sieht es wahrscheinlich im Stream gar nicht. Unterschied. Wird kaum durch den Streamer durchgebracht. Der Farbton ist ein bisschen bläulicher. Abgesehen davon, dass wir in dem Raum Werbung für eine gewisse Schokoladenmarke machen könnte, sieht hier schon ganz gut aus. Das Blau können wir dann für das Schlafzimmer benutzen. Okay, das verstehe ich zwar nicht, warum ich das so gefärbt habe, aber was soll's. Ein Pot zu groß gekauft. So, Wohnzimmer, Wartezimmer. Immer fertig. Ich bin nach wie vor ein Vampir. Schlafzimmer, das sieht katastrophal aus. Sogar noch ein bisschen dreckig.
ja, ich muss mal die Fenster sauber machen. Ist das in den anderen Räumen auch so? Die Fenster sind sauber. Weil wir dann wahrscheinlich schon gearbeitet haben und schon sauber gemacht haben. Hier ist kein Licht. Das Wichtigste steht schon, das Bett. Das Aussehen wieder nicht. Nee. Das gehört sich doch für ein. Für ein richtiges Bett. Fürs dieses Bett. Sichtbuch Gips. Das ist auch immer wieder eine Geldverschwendung. So, welchen Blauton nehmen wir? Für Schlafzimmer unbedingt blau. Du bist noch nachtblau, wie wär's denn damit? Ja. Ein beruhigendes dunkles Blau. Wo es auch noch die bedrückend wirkt, sollte ich vielleicht den Eingang in einem helleren Blau streichen. Generell sparsam mit diesem Blauton.
du, sollen wir die Wand noch weiter streichen oder hier hinten, würde ich sagen, dann machen wir die beiden Wände noch mal ein hell. Wie können wir das Blau aus dem anderen Zimmer wieder nehmen? Sonst wird es hier deutlich zu duster. Auch wenn hier schon Gothic Bats drin steht. Das durchaus passen würde. Die Wände schwarz streichen. Trend vorbei zu streichen ist schon. Wir hätten das Bett erst nach und nach in den Zähnen können. Sollen. Jetzt werde ich mal das Blaue hier vielleicht. Ja, würde ich sagen, kann man machen. Will ich klar zulassen, müsste den drei Wänden und den blauen und den Resten so. Hat man zumindest mal im Bett liegt und dann in die Richtung guckt, so schon ein bisschen. Besseren Eindruck. Schlafzimmer. So ein Regal, das wäre vielleicht nicht schlecht. Nur so ein normaler Schrank. Ich kann mal das Holz auch anpassen. Ja, so ein bisschen. Ein großer Kleiderschrank braucht es dann noch. Das könnte farblich passen.
noch Notausgangsschild anbringen. Der Weg nach Narnia. War noch durch den Schrank, oder? Habe ich da Blödsinn im Kopf? Ja, von Narnia habe ich einen Teil mal gesehen, irgendwie, ist aber auch irgendwie nur so lange her und so nebenbei, ohne wirklich, das lief so mehr nebenbei, als dass ich das wirklich geguckt habe. Der Schrank muss nochmal weg. Der braucht dunkleres Holz. Ja, das könnte schon besser passen. Hier müsste im Schlafzimmer ja gar nicht sein. Ein paar Schränke. Bilder wären vielleicht mal geil. Betts mit. Okay, das sind die Betten. Ich kann da noch ein anderes Bett mal hinpacken. Obwohl das auch schon echt geil aussieht. Spiegelkommode. Naja. Ein Schreibtisch. Kleiner Schreibtisch. Nachtschreibtisch würde schon passen. Schreibtisch habe ich auch nur, halt, ist ja ein Blödsinn. Ein Nachttisch. Passend zum Bett. Brauche ich ein anderes Holz. Nur noch Steckdosen auszutauschen. Neben dem Bett muss unbedingt eine Steckdose sein. Sehr wichtig. Reicht ja fast schon. Gibt vielleicht noch eine. Ein Lichtschalter. Heizung ist drin,
noch ein bisschen Deko mit Bildern und Zwicks. Skandalös, dass der nicht aufs Bett darf. Doch skandalös, dass es hier nur zwei Plüschtiere gibt. Eine Lampe bräuchten wir dann noch. Ja, es muss nicht viel sein hier im Schlafzimmer. Da braucht es nicht viel. Wo ich da drüben mein Büro habe, ich wohne doch ein kleines. In meinem Schlafzimmer habe ich keinen kleinen Schreibtisch, aber so einen kleinen Schminkkommode, vielleicht können wir es trotzdem mal nehmen. Das wäre gut, wenn man es halt irgendwie hat, wenn man im Büro wohnt, dann, dass man hier irgendwie seinen kleinen Schreibtisch hat, dass man da mal ein bisschen private Sachen machen. Dass man sich dann nicht an den Schreibtisch setzt und man hier das Tagebuch vom Schminkspiegel schreibt. Andere Einrichtung. Ein Retro-Stil. Ja, hier wird es rein hinpassen, aber ich weiß nicht. So vielleicht. Schiebetüren sind, sonst wäre es schwierig mit dem Aufgehen. Mit kleine Hocker für den Tisch, damit man davor sitzen kann. So, Möbel, Schlafzimmer. Ein sehr moderner Hocker jetzt zu. Hier, der passt doch zu dem zum Bett. Vampir, deswegen schlafe ich auch in so einem Bett. Das rote Buch. Thank you.
Der wird jetzt auch wieder gelesen. The Secrets. Was haben wir noch? Deep Psychology. Sauber übereinander gestapelt, nie gelesen. Tischlampen. Hier passt hier nur noch die. Die setze ich mal gerade hier hin. Der musste noch mit drauf. Müssen beide mit drauf. Na gut, dann kann der auch hier unten sitzen. Mit eben mit ins Bett genommen. Beide. Noch andere Dekorationen. Stehende Deko. Wandketten. Also ein bisschen ist noch auf ein anderes Level hieven. Ist gemütlicher. Weltmutschzimmer. Kamin passt auch hier keiner rein. Dekoration? Nee. Das gehört natürlich sofort hier hin. Genau hier hin. Kleine Erinnerung, während man hier vom Schminkspiegel sitzt. Kleine Erinnerung, Breathtaking. Motivation am Morgen, nachdem man aus dem Bett ausgestiegen ist. Das erste, was man sieht. So muss das. Mit gesundem Ego in den Start am Tag zu starten. Ich nehme das mit dazu. Vom Rausgehen. Wie geht's denn heute? So startet man doch gut den Tag. Noch ein schönes Landschaftsbild. Schönes Sonne und Sonnenuntergangbild. Das muss aber ein bisschen größer.
Hier kommt noch ein bisschen Deko. Schneekugel. Oh, eine Uhr, das wäre auch nicht schlecht. Passend zum Rest. Wird geguckt, ob die Uhrzeit stimmt. Nee, stimmt natürlich nicht. Brauchen wir noch einen Wecker. Obwohl das meistens das Handy übernimmt. Wollen wir hier schon mal. Ich habe ja auch einen Wecker neben meinem Schlafzimmer, neben meinem Bett stehen. Der nicht funktioniert, der kaputt ist, aber einfach aus Prinzip steht da ein Deko-Wecker. Ihr wisst, welche Uhrzeit hingestellt ist. Der Wecker ist immer 4.20 Uhr. Jetzt brauchen wir mal Deckenlichter. Wir brauchen hier noch ein bisschen Dekoration auf dem Schrank. Irgendein nutzloses Ding, was ich da hinstellen kann. Eine Deko-Vase. Andere Dinge, Blümchen machen absolut gar keinen Sinn. Einfach mal random, ne? Best Daddy ever. Also. Das sind Silber. Silberner Best Dad ever. Verschiedenes. Altertümliche Waage. Ein bisschen nutzloses Zeug hat als Deko. Keiner richtig weiß, also steht das da grundlos oder hat es irgendeine Bedeutung, hat es für den noch eine Rose. Stehen hier überall Rosen rum. Ja. Problem Hände. Seit wann dies? Für mich den Tools machen, habe ich bisher immer nur bestimmt hier auch Hände mit dran. So ein Deckenlicht brauchen wir noch.
passend muss es sein. Weiß nicht, dieser Leuchter, der so klinglich leuchtet. Ja. Ist gut, Leuchter. Und hier passt da tatsächlich mal irgendwie rein. Neben dem Bett sieht das echt episch aus. Sieht nicht übel aus. Okay, die Lampe können wir nicht anmachen. Nachttischlampe. Ja, ist doch gemütlich im Schlafzimmer. Das haben wir gemacht. Das Bad müsste jetzt noch gemacht werden. Dann geht's nach draußen. Dann geht's ab in den Bunker. Das wäre das nächste große Projekt. Eine Dusche. Mit Badewanne? Ja, eigentlich schon. Wir müssen nur das Badezimmer einfach pink machen. Würde mal passen, wir werfen nicht mal. Und knallpink. Mal gucken, wie das passt. Das finde ich ja schade, dass das nicht passen würde. Es passt nicht. Skandalös. Müssen wir bei der Dusche halt ein bisschen. Gibt es halt keine Badewanne. Nicht mal das geht. Ich glaube, da geht nur eine Dusche. Geht nicht mal die. Die bei mir aus. Toilette kaufen und hier. Ach, die Dusche muss hier hin. Okay. Passt vielleicht doch. Ist aber dicht an der Tür dran. Und das passt natürlich nicht. Versucht die Toilette die ganze Zeit an der Tür anzu. Genau.
Toilette die ganze Zeit an die Tür da an die Toilette, die Dusche die ganze Zeit Toilette anzuschließen. Die ist aber knapp. Gibt's davon nicht noch mal andersrum Dusche? So passt es doch eher. Ja, genau. Elegant. Ein blinkes Fahrrad. Wie wäre es hiermit? Ist glaube ich nicht gut, wenn wir schon fließen finden. Fürs Bad soll es schon fließen geben. Zumindest für die Wände, wo die Dusche ist. Gott, sieht das kitschig aus. Sieht echt weird aus. Was richtig machen, sieht's gewollt aus. So eine Dusche, eine Duschwände und hier jetzt fließen. Und der Rest kommt.
gemalert. So, fließen. Scarlet Bodenfliese. Nun ja. Der Fan soll niemals sehen, wenn du blutest. Blut auf Toilette geschleppt. Boah, sieht das. Nee, nein. Der Boden kann ja weiß sein. So ein Boden hier. Das könnte passen. Weiß und pink matcht ja. Dann müssen wir was anderes finden. In der Dusche. Zumindest innerhalb der Dusche. Im Duschbereich, das ist hier nicht. Dass das nicht gammelig wird. Warum gar kein Lichter mehr hier? Ein Waschbecken. Was nehmen wir denn hier? Und das hin? Das haut hin. Jo, das nimmt noch die Toilette.
So. Die Klimaanlage. Wieso, das geht leider nicht. Schade. Das finde ich dann doch ein bisschen too much. So, mit einem pinken Sitz. Brauchst noch einen Spiegel. Jo, es passt sehr gut hier rein. Ein Toilettenpapierhalter brauchen wir natürlich noch. Handtuchhalter. Ja. Ich muss aber noch was nehmen, das in die Dusche muss noch was hin. Sieht blöd aus. Ein Handtuch zum Abtrocknen. Immer die Luft bereit. Seifenspender. Ein Duschzeug. Steht natürlich auf dem Boden. In der Dusche.
fürs Badezimmer. Wieder ein Zahnputzbecher. Elfenspinde haben wir schon. Eine Seifenschale. In Bezug auf Seife fehlt mir noch was sehr Relevantes. Gente. Sehr wichtig. Obwohl wir keine Badewanne haben. Kommt das hier hin? Handtücher. Nicht aufs Fensterbrett, das ist ja. Ein paar mehr Handtücher, das wäre auf dem Fensterbrett. Wäre doch keine Sache. Passt sich noch anderes Zeug rein. Natürlich. Spezielle Objekte. Okay. Da muss noch mehr Zeug rein. Bürste. Badezimmer.
Welche wird's denn davon? Da ist alles dabei. So, was kann da noch rein? Toilettenpapier. Ganz wichtig. Immer ein bisschen was auf Vorrat. Fantastisch. Spiel ist auch da. Licht brauchen wir noch. Dann können wir es abschließen. Mit dicken Lampen. Wir haben bloß keinen Lichtschalter mehr. Ah ja, ist mir ein bisschen zu weiß. Hier brauchst du natürlich auch noch Steckdosen. Unbedingt. Im Bad braucht man Steckdosen. Brauchen wir nicht. Hier noch so eine Kerze. Nicht aufs Fensterbrett. Skandalös. Das ist nur eine falsche Steckdose. Noch ein elegantes Licht. Das würde perfekt passen. Passt aber nur zu hin. Lassen wir das so, oder?
haben wir durch das Haus hier hervorragend eingerichtet. Wartezimmer, Klosett und der Boden. Okay, den Boden haben wir gemacht. Schlafzimmer, das Büro, das Arbeitszimmer. Hier geht's raus und das nächste Mal machen wir den Keller. Fangen wir mit dem Keller und dem Bunker an. Jetzt nehmen wir aber noch einen Auftrag an. Sauna und Ausbauhaus. Ich glaube, das können wir mal machen. Aber vorher mache ich eine kleine Pause. Kleine Viertelstunde Pause. Dann geht's weiter hier. Dann machen wir mit dem Auftrag noch weiter. Mindestens einen schaffen wir heute noch. Bis gleich. Kurze Pause. Dran geblieben. Im Auftrag wird spannend.
So, damit willkommen zurück. Weiter geht's. Wir nehmen hier diesen Auftrag auf. Sauna und den Auftrag nehmen wir an. Sauna und Ausbauhaus. Schönen Tag. Leider kann ich nicht so gut Deutsch sprechen. Fühle ich. Es tut mir so leid. Ich habe vor einiger Zeit ein großes Haus gekauft und alles hier ist zu tun. Das wichtigste Problem ist Saunamangel. Saunen sind in meinem Land sehr beliebt. Ich möchte einen hier. Kannst du in meinem Haus eine Sauna machen? Aus Holz und an Saunawänden möchte ich blaue und graue Wände. Möbel sollten im skandinavischen Stil, also etwas weiß, blau und grau sein. Ich möchte Küche, zwei Schlafzimmer, Salon, zwei Badezimmer, auch Mülleimer auf jedem Zimmer. Mülleimer auf jedem Zimmer? Vielen Dank. Lukas Utne. Okay. Kriegen wir hin. Das war aber sehr gut Deutsch dafür. Der Text dachte ich kann nicht so gut Deutsch. Dafür das ziemlich fantastisch. Okay. So steht ja leer. Hier streicht die mit den Farben weiß. Wohnfließen den Gegenstand kauft. Okay, ist alles leer. Bisschen interessant. Neu gekauft und noch nicht eingezogen. Das haben wir bisher noch nie. So wirklich in ein leeres Haus gekommen sind. Das muss man ja einmal erstmal sauber machen, Sachen rausschmeißen. Ist ja mal was Neues. Ja. Erstmal streichen. Die Spuren aus der Wand weg. Das zählt hier nicht mehr. Dafür haben wir dann drüben schon eine Wand weiß. Jetzt immer das hier noch. Hier eine ganz weißen Wohnung weiß zu malen, ist auch so ein Ding. Okay, das lasse ich erstmal hier. Vielleicht brauchen wir es noch. Bodenfliesen nehmen. Mein nicht mehr ganz so weiß. Ich hoffe, hier kommt noch ein bisschen mehr Farbe rein als weiß. Ich sagte, weiß und blau sind seine Farben. Okay, 97 heißt, hier muss auch noch. Oder auch nicht. Sechseckige Deckenlampe. Da brauchen wir nur eine von. Dann würde ich die hier in den Eingangsbereich stecken. Thank you.
Ja. Ja, noch ein bisschen weiter. So. Mülleimer. Passt doch hier hin. Schuhschrank. Muss der gedreht werden? Ja, der muss gedreht werden, natürlich. Stehen ja die Regale zur Wand. Kann man das hier gar nicht öffnen. So, die Info haben wir. Fertig, jetzt kommt das hier. Wand mit Weiß. Genau deswegen haben wir hier den großen Pott besorgt. Hier auch, denke ich mal. Und das ist die Verbindungswand ist. Sehr weiß ja alles. Okay. Der Raum zählt noch mit, oder? Tut er. Wir brauchen am Ende noch ein zweites Fass. Weiße Farbe. Große Räume hier. Ich immer mit meinem Aja. Das muss ich mir mal wieder abgewöhnen. Die ist doch schon weiß. Unter der Heizung noch streichen. Langsam wird's. Das ist ein sehr großes Zimmer. Es braucht sehr viel Farbe. Sind wir doch gleich durch. Einmal rum. So, da haben wir alles. Boden fließen. Wahrscheinlich wieder dieselben.
Okay, auch wenn das fast alles lasse ich sie kommen, lass das nochmal stehen. Okay. Fußbodenlaminat, Kiefer und Keramikfliesen, Großquadrat. Okay, dann würde ich das so trennen räumlich. Würde ich sagen. Wie machen wir noch das hier? Machen wir dort die anderen. Mindestens bis hier. Was machen wir mit dir? Streifen dazwischen. Einfach mal so. So, Deckenlampe. Zwei davon brauchen wir. Zwar hier noch einer. Okay, der Ofen macht seltsamer. Macht seltsames Licht. Hier mal ein Lichtschalter. Mhm. So, hier hin. Eine Couch. Würde ich doch hier ans Feuer machen. Okay, kann man nicht entfernen. Und ist es halt hinter der Steckdose. Dann muss man halt die Couch nach vorne schieben. Aha. Wie passt denn das jetzt hier? Eine komplett andere Farbe. Stell es mal hier hin. Ein TV-Schrank. Und der dazugehörige Fernseher. So denke ich mal. Ein Schrank. Die Steckdosen sind sogar nicht unser Problem. Das lassen wir einfach mal. Aha, hier soll ein bisschen hinkommen. Das macht schon Sinn. Muss die Couch hier mal woanders hin. Der Schrank irgendwie auch. Ich weiß zwar noch nicht, wo der hinpasst, aber finden wir schon einen Weg.
Dann muss ich aber hier noch mal. Wenn da der Fernseher drauf steht, dann kann das hier nicht. Dann muss das auch räumlich nicht so aussehen. Das wäre das noch Wohnzimmer. Okay, ein Tisch. Weiß jetzt nicht, wohin der, wozu der gehört. Eher ein Küchentisch. So, Geschmack hier hinten. Ein Gasherd. Wer hat noch Gasherd? Wer hat noch ein Gasherd? Zu heutigen Zeiten ja absolut, absolut unsinnig. Ja, Rauchfang brauchst du da. Am heftigst. Ein Golfstuhl. Hatte ich bitte an den Tisch. Steht er ja schon richtig. Man kommt da noch durch. Ja, kommt man. Okay, der heißt gibt den Müll immer. Hier gehört in die Küche. So würde ich sagen, ein Teppich, ein Gelb. Kein Wohnzimmertisch. Da wird der doch eher im Wohnzimmer. Naja. Jetzt müssen wir noch irgendwie den Schrank unterbringen. Da bin ich gerade ein bisschen planlos. Verbauen wir uns eher den Ausgang. Das Ende der Türen. Ja. Nicht gerade sehr sinnvoll, aber wird gehen. Zerstöre die Wände. Randale. Gib hier. Die Wände hier. Die Wände auch noch. Okay. Wandfliesen legen. Wieder zwei Arten von Fliesen. Thank you.
Na dann schauen wir mal, wie wir das kombinieren können. Die Küche fehlt irgendwie auch in dem Haus, wo wir unser Büro haben. Das würde ich ja hierfür nehmen. So, manchmal treffe ich irgendwie nicht. Merkwürdigerweise. Durch das Erb merkwürdig gerollt. Ich fange hier schon an, Dialekte zu sprechen, die ich nicht beherrsche. So, die Wand noch zu Ende. Wir sind wahrscheinlich auch hier innen drin machen, aber ich mache mal erstmal die Wand. Das geht wahrscheinlich im nächsten Raum weiter. Sonst hätten wir nicht schon 45, nicht erst 45%. Ja, das sind eher die mache ich natürlich auch so an der Wand. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Badewanne, Toilette, Dusche. Okay, das soll das so ein großes Badezimmer werden. Von denen brauchen wir nicht mehr viel. Hier die Wand noch zu Ende, dann machen wir mit den anderen weiter. Mit anderen Paketen. Gibt's nicht. Eine Wand. So.
Hier wird gefliest. Da wird gefliest. Fliese für Fliese. Okay. %, okay. Obwohl es nicht ganz passt. Das waren die 100. Okay, hier steht immer noch ein bisschen was hervor. Ich frage mich, was das soll, ob da noch irgendwas reinkommt. Okay, Geräte, Waschmaschine. Wo kommt die in die Waschmaschine? Die Waschmaschine habe ich noch keine angebracht. Waschbecken. Badewanne. Waschmaschine. Hat hier auch noch keinen Platz für die Waschmaschine in dem Bürohaus, was ich gekauft habe. Aha. Was genau haben wir hier gemacht? Okay. In der Badewanne. Es war auch irgendwo hier. Hier kommt eine Badewanne hin. Mitten zwischen die Tür. Okay, ich weiß ja nicht. So, Waschmaschine an, Badewanne anschrauben. Merkwürdige Raumaufteilung. Bodenfliesen. Das sollten wir vielleicht jetzt mal machen. Boden fließen, um wieder alles zu bauen. Ich meine, es geht dann auch noch durch die Möbel durch, aber
besser ist. Wir das gleich machen. Sieht gruselig aus. Waschbecken und Waschbecken. Dusche. Wie kommt die Toilette hin? Und eine Dusche. Günstigste. Es ist nicht die günstigste, aber naja. Günstigste Schöne. Als ob da jemand runterkriechen kann. Also wie wir das montieren, ist auch etwas abwegig. So hier und da und da viele Schritte. Ich habe eine gute Kabine gekauft. So, Lasten angebracht. Zwei Waschbecken. Suchen damit. Und das gleich noch ein zweites Mal. So fest damit. Ah ja, und eine Heizung natürlich. Wo ist noch ein Mensch? Hier ist noch ein Anschluss möglich. So. Auf drin das Ding. Thank you.
Ein Lampe. Vier Stück davon. Licht. Ah ja. Jetzt ist nicht ganz gerade. Sieht immer noch sehr gruselig aus. Zwei Spiegel. Das macht über den Waschbecken Sinn. Auch wenn die direkt nebeneinander stehen. Zwei Schränke. Gibt nicht mehr viel Platz, wo die sein können. Ein paar Hängeregale. Zwei Stück davon. Und den obligatorischen Römer. Der passt am besten hier hin. Okay, das ist deren Badezimmer. Interessant. Hier haben wir ein Schlafzimmer. Den Farben muss ich streichen. Das eine davon ist weiß. Ich kann aber diese Wände weiß färben. Aha, das ist dieses Silbereis. Selbst das Schlafzimmer machen die weiß. Alles weiß. Im blauen Schlafzimmer. Also die Wand würde ich auch noch mal weiß machen. So geht's auch. Okay, Fußbodenlaminat braun. Steht irgendwo noch ein Farbtopfen. Muss man auch entfernen. Jetzt auf einmal nicht mehr weiß.
So ein dunkelbraun. Die Deckenlampe. Ein Doppelbett. Kommode. Wird mal hier platziert. Der Schrank. Ein Frisiertisch. Klassischer Stuhl. Ein Hocker. Wofür auch immer. Noch einer davon. Ah ja, und ein Mülleimer. Ja, hör auf mit dem Ja. Zwerg. Hier waren wir noch nicht. Komm auf den Boden oder was? Nee, ich komme an die Wand. Es wird wahrscheinlich die Sauna, wenn ich raten darf. An der Tür und an den Farben, die wir gerade verlegen. So. Brauche ich noch eins. Eine Saunaofen, ja genau. Bodenlaminat. Können Auftrag schon beenden. Aber wer will das dann? Ein Saunaofen. Jetzt kommen die Säune, die Saunabänke dazu. Ich bin auch heute am Stottern. 8 Stück. Wo sollen die reinpassen? Sehe ich hier 4 reinpassend. Verschieben wir das noch ein bisschen.
5 Stück. Kriegen wir niemals 8 Stück davon rein. Aha, irgendwas ist los, das war die nicht daran kriegen. So, okay, das sind jetzt 6. Wo passt du? Wo soll ich jetzt hier noch eine Saunabank hin? Übertreibt man nicht. Eventuell können wir hier bis nach vorne schieben. Können wir das so anordnen? Ich glaube, so macht man das auch. Die Bänke so versetzt anordnet. Und den noch oben drauf. Ich meine das schon mal gesehen zu haben, also wird es schon nicht so falsch sein. Das war so versetzt, da man so eine Rückenlehne daraus macht, dass ich auch hier oben hinsitze und die Beine oben nicht auf dem Boden hat. Ich glaube, das ist schon ganz richtig. Okay, 2, 3, 4, 5. Okay, dann platzieren wir die hier hin. Okay, 2,5 frei. Das muss ja logischerweise an die Wand. Tut nicht ganz passen. Na komm. So passt's. Dann die daran und die da auch daran.
kriege ich das noch genauer hin. Das wäre schon ein Erfolg. Sehr gut. Bin mir nicht sicher, ob das so soll, aber ich denke. So eine Eckbank, easy. Wie quetsche ich das jetzt hier noch rein? So vielleicht. Sieht das halbwegs gewollt aus. Das ist noch hier ranschieben würde, wär's so gut. Fehlt zwar hier ein bisschen was, aber ja, das nehmen wir mal in Kauf. Sieht doch ordentlich aus, oder? Eine Saunalampe. Noch zwei davon. Durch die hier hin und die andere dort in die Ecke. Und unterschiedlich hoch. Kopfstütze für die Sauna, okay. Zwei Stück davon. Einmal mit Schöpfkinder. Und eine Sanduhr. Und man weiß, wie lange man hier schon putzelt. Zwei Handtuchrollen. Okay, fantastisch. Mit Weg nach draußen. Naja, ich weiß nicht. So, wir haben hier durch noch Bäume übersehen, beziehungsweise noch nicht gemacht. Es dauert heute aber länger. Einmal streichen. Wie viele Räume haben wir hier noch übrig? Ich dachte, das wird ein kleinerer Auftrag. Dabei ist das ein ziemlich gigantischer. Eine ganze Sauna richten wir heute ein. Ganz Saunagebäude. In der Mail klang das nur so mal, ja, Sauna einrichten. Dann dachte ich mal, den einen Raum fertig machen. Nicht das ganze Haus neu
von Grund auf neu einrichten. Das war ja nur Ruine. Eine Ruine nicht, aber Lost Places, ein komplett leeres, ein leerstehendes Haus, ohne Möbel und nix. Dafür haben wir hier schon ziemlich viel gemacht. Es ist ja schon fast bewohnbar. Dafür, dass am Anfang nichts drin stand. Das sind schon hier die Profi-Aufträge. Ich meine, wir streamen das auch schon eine ganze Menge. Eine ganze Zeit. Ich glaube, der 11. Stream müsste das jetzt sein. Da können auch langsam mal Profi-Aufträge reinkommen. Das darf schon sein. Okay, hier muss noch. Bodenfliesen legen. Aha, Teppichboden. Bin ich persönlich kein großer Fan von. Wenn du auf dem Teppichboden was verschüttest, das kriegst du nie wieder raus. Einzelbett. Hat wohl noch jemand sein Schlafzimmer? Ein Schrank. Ein Standardschreibtisch. Habe ich kommen sehen, was denn dieser Farbe kommt. Den Schrank schon passend gewählt. Der Stuhl passt mal gar nicht. Und die heißgeliebten Papierkörbe sind wieder da. So, das Zimmer haben wir. Ah, da ist mein Farbeimer. Hier sind wir schon durch. Hier ist noch ein Zimmer. Ach, hier müssen wir noch nur streichen. Weiß und Grau. Das ist die Garage. Okay, grau wird diese Wand. Und weiß an anderen, bis aus der wird auch noch grau. Zwei Wände grau, zwei Wände weiß. Ui. Da müssen wir dich noch mal drüber malen. Thank you.
Dann sieht das hier doch sogar noch etwas aus. Ich hoffe, da gibt es ein bisschen Geld für diesen Auftrag. Einkommen 15.000 sehe ich hier schon. Na, das ist doch was wert. Fortschritt ist auch relativ weit. Hier kommt noch ein Klo hin. Weil die Klos dort hinten noch nicht gereicht haben bei der Sauna. Ein Waschbecken. Das sind Toiletten. Festgeschraubt wird. So, hier. Die Toilette muss hin. Wandfliesen wegen Keramik, Fliesen, Weißrechtecke, Grünfliesen. Okay, dasselbe. Nicht dasselbe, aber okay. Sind, glaube ich, andere. Ich hab wahrscheinlich wieder viel zu viel gekauft. Das eine Paket wahrscheinlich gereicht. Nein, jetzt nicht. So, dann machen wir die Wand zu. Und so. Und so. Nachschub. Dafür hat ein Paket gereicht. Auch nur knapp. Nee, hätte nicht gereicht. Na, habe ich gut geschätzt. Okay, Bodenfliesen. Dann müssten wir es, glaube ich, haben auf 100%. Da sind 100%. Das Foto.
Fall, das war beeindruckend. Auftrag erledigt und 17.000 für bekommen. Alles klar. Fantastisch. Fühlt sich gut an, wenn man das geschafft hat. Juti. Das nächste Mal machen wir mit dem Bunker weiter. Am Anfang und danach widmen wir uns der nächsten Aufgabe. Vier haben wir noch, das wird weniger. Zweites Bad, Badezimmer und Werkstatt haben wir noch, Haus streichen, Renovierungsarbeiten. Okay, schauen wir mal. Würde so ist das aber mal gewesen sein. Ich habe schon tierisch überzogen. Ich würde sagen, auf zum Hauptmenü. Ja, ich sag danke fürs Zuschauen auf YouTube. In der Stream-Aufzeichnung, die aus Stream-Aufzeichnung auf YouTube gesehen. Da habe ich nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Kommentare schreiben. Ihr wisst Bescheid. Und auf Twitch vorbeischauen vor allem. Da gibt es regelmäßig tolle Livestreams, wo auch mal was überzogen wird, um einen Auftrag fertig zu kriegen. Ja, genau sowas hier. Hausgeber zum Beispiel und andere tolle Projekte. Jo, na dann. Ciao YouTube.